Hallo und willkommen bei Gary Oldwing. Normal ist ja an dieser Stelle mit der Begrüßung Schluss, aber das ist heute anders. Hallo zusammen und herzlich willkommen in Strudels Garage. Und was Strudels Garage bedeutet, das erfahrt ihr jetzt. Hallo Strudel. Hallo Gary. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung nochmal und dass du uns die Gelegenheit gibst, mal in deine Werkstatt hier einen Blick werfen zu dürfen. Die Überlegung dazu, dass wir hier einen Film machen, hatten der André und ich schon eine längere Zeit, nämlich seit seinem Posting über die Veränderung des Windschildes. Aber Corona hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht, was jetzt zum Glück Geschichte ist. Wir sind beide full safe durch Impfung und können uns dem Thema heute deswegen widmen. Strudel Behle, das ist der Name, mit dem André im Forum entsprechend operiert. Strudel leitet sich daraus ab, deswegen die Garage. Und was mit dem Namen auf sich hat, da kommen wir dann später noch darauf zu sprechen. Aber jetzt geht es erstmal um das Thema Windschild. Warum, André, ein anderes Windschild? Also, ich bin halt von der Größe her nicht der allzu Große. Mit 1,70 Meter passe ich so gerade eben auf die Goldwing. Mein Thema war, dass die Originalscheibe, jeder kennt das Thema, sie ist ein bisschen schmal. Genau. Da kommt sehr viel Wind auf die Schultern. Und ich hatte irgendwie immer Interesse an einer breiteren Scheibe. Hab dann viel sondiert und eins hatten aber alle Scheiben gemein, sie waren zu hoch. Ja. Ich habe mich dann für eine Scheibe entschieden von Chrome. Ich denke mal, den Link verbauen wir nachher unten im Video. Wingchrome war es, Wingchrome. So, ja, genau. Mhm. Dieses Schild ist eben sehr breit, hatte aber eben den Nachteil, es ist zu hoch. Also die Frage, was macht man dann, um, weil man ja nicht mehr wächst und auch kein Sitzpolster haben möchte, dann muss die Scheibe kürzer. Genau. So, und wie man das macht und wie man sowas am besten angeht, das, glaube ich, wollen wir heute unseren Zuschauern mal zeigen. Und da kam das Stichwort im Forum schon, Stichsäge bei Plexiglas. Da stellten sich mir schon die Nackenhaare hoch. Aber ich kann schon versprechen, er hat es super gelöst. Okay, dann lasst uns mal von der Theorie in die Praxis übergehen. Schauen wir uns das Ganze mal direkt am Bike an. Jetzt sitze ich also mit meinen 1,70 Meter auf meiner schönen Goldwing. Und wie ihr seht, meine Blickrichtung ist genau hier oben. Die Scheibe ist in der tiefsten Stellung. Was wir hier blau sehen, ist eben das, was ich abgetrennt habe. Und jetzt kann man den großen Trick machen. Wenn es so einfach wäre, wäre es schön. 1, 2, 3 und Scheibe ab. Ja, also, ich kann zaubern. Ich kann zaubern. Jetzt sieht man, ich habe jetzt den Blick über die Scheibe, so wie wir es eigentlich alle ganz gerne haben beim Fahren. Aber wie kommen wir jetzt dahin, dass wir dieses Teil nun absägen und die richtige Verarbeitung finden, sodass auch die Oberfläche hier nicht irgendwie scharfkantig oder rubbelig ist, möchte ja keiner haben. Das zeige ich euch jetzt. So, kennt jeder den Spruch? Ich habe da mal was vorbereitet. Tada! Eine alte Scheibe zu Vorführungszwecken, weil ich möchte ja nicht die Scheibe noch mal ein Stück kürzen. Also, gehen wir davon aus, das wäre jetzt unsere Original-Honda-Scheibe. Der erste Schritt, den wir nun zu tun haben, ist, wir müssen das Ganze abkleben, weil wir wollen ja anzeichnen, wo wir schneiden wollen. Also ich nehme gerne dieses blaue Tape, das ist zum Maskieren für Lackierarbeiten, also nicht dieses Kreppartige, was man so vom Anstreichen kennt. Da kann man besser mit arbeiten, die kleben auch ein bisschen besser. Also einmal am Schild entlang. Das sollte schon reichen. Gehen wir mal davon aus, wir wollen 3 cm kürzen. Wir müssen also ausreichend bekleben, damit wir hinterher anzeichnen können. So, so einfach ist das erstmal. Schritt 1, hier oben schön gerade, weil wir die Kontur hinterher nachvollziehen müssen. Das wäre Schritt 1. Jetzt geht es an das Anzeichnen der 3 cm und wir wollen ja die Kontur behalten der Scheibe. Wir wollen ja nicht einfach nur gerade schneiden. Jetzt bin ich ein Freund von Dingen, die man überall finden kann, die jeder irgendwie zu Hause hat. Nämlich hier so ein einfaches Deckelchen. Wir brauchen also so einen Dosendeckel. Wir brauchen einen Kugelschreiber. Wir brauchen ein Cuttermesser. Ein Stückchen Holz. Und einen 3 mm Bohrer. Was wollen wir jetzt tun? Wir brauchen zum Anzeichen etwas, das einen rechten Winkel hat. Haben wir hier den Deckel. Also, was tun wir? Wir schneiden uns jetzt hier ein Stück aus dem Deckel heraus, in der Hoffnung, dass das alles gut klappt. Ball ist live.
Und nicht in die Finger. Nicht in die Finger. Immer schön drauf aufpassen. Sieht aber schon recht gut aus. Wichtig ist, wir brauchen hier oben so eine kleine Kante, die wir nämlich oben auf der Scheibe brauchen. Machen wir hier rein. Ihr sollt immer schön auf die Fingerchen aufpassen. So, das sieht schon nahezu perfekt aus. Können wir jetzt noch ein bisschen vielleicht von der Form her anpassen, damit es ein bisschen sauberer wird. So, das ist Teil 1. Was machen wir jetzt? Jetzt wollen wir 3 cm kürzen. Das heißt, wir zeichnen uns unsere 3 cm an. 3 cm. Haben wir hier. So. Und in die 3 cm machen wir uns jetzt ein kleines 3 mm Loch. Einfach handelsüblicher kleiner Bohrer. Das war's eigentlich schon. So, hinten vielleicht ein bisschen den Grat weg. Wichtig ist, dass unsere Kugelschreibermine da durchpasst. Und das tut sie. So, jetzt nehmen wir unser kleines Anzeichenwerkzeug. Wir haben unsere Scheibe. Ich habe es also gemacht mit Scheibe montiert am Motorrad, weil da ist sie fixiert, dann hat man beide Hände frei. Kann man natürlich auch abmachen, nur sägen bitte hinterher nicht am Motorrad. Ne? Also, jetzt setzen wir einfach unseren kleinen Hilfsapparat an und führen jetzt, wenn der Kugelschreiber weit genug durch ist, ja, gehen hier die Linie entlang. Aber ich denke mal, alle haben kapiert, wo der Trick bei der ganzen Geschichte liegt, das mit der Schablone. Also durch und dann einfach den rechten Winkel oben anlegen, entlang führen. Ja. Aber wir sehen, wenn wir durchs Loch gucken, eigentlich ist gut geworden, bis auf hier. Ja. Da gehen wir nochmal nach. Ich gehe nochmal hier einmal rum. Aber ich kann mir vorstellen, das funktioniert oben am geraden Stück hier relativ gut, nur in den Kurven vermutlich nicht. Genau. Würden wir jetzt mit dem Teil um die Kurve gehen, ja, dann würden wir diese 3 cm Abstand ja auch in der Kurve übertragen. Ja. Das wollen wir ja nicht. Also jetzt geht es um das Übertragen des Radius. Dafür habe ich hier einfach ein Stück Karton genommen. Diesen Stück Karton legen wir uns jetzt hier hinter und zeichnen uns jetzt die Kontur einfach mit dem Kugelschreiber nach. So, jetzt mit der Schere die Kontur nachschneiden. Jetzt brauchen wir noch ein klein bisschen von dem Blauen, weil wir wollen ja hier runter. So, jetzt haben wir unseren Radius und den können wir jetzt, wir haben ja hier unsere Linie, die wir gezeichnet haben, wo wir schneiden. Jetzt legen wir unseren Radius so an, dass er hier drüber kommt und die Seitenkante berührt. Der Kugelschreiber, der liegt da. Vorne, genau. So. Und weil wir faul sind, können wir das jetzt einfach umdrehen und haben die andere Seite. Also man, Symmetrie. Genau, man braucht das also nicht zweimal schneiden. Ne? So, da liegt gerade hier. Und jetzt haben wir hier unsere beiden Radien. Das A und O beim Sägen ist, wir brauchen eine Stichsäge, die nicht mit großer Urgewalt und mit hoher Geschwindigkeit an das Plexiglas geht. Durch die Wärme, wenn wir eine zu hohe Schnittgeschwindigkeit haben, haben wir Verschmelzungen. Das kennt man vielleicht, wenn man schon mal versucht hat. Und wir haben eine ganz unschöne Kante mit verschmolzenem Material. Aus diesem Grunde verwende ich für diese Arbeit eine 12 Volt Modellbaustichsäge. Die ist jetzt hier von der Firma Proxon. Gibt es eigentlich in jedem guten Handel, Internet, eBay, wo auch immer. Der Vorteil ist, es gibt hier ein Einstellrad. Und in dem Einstellrad kann ich den Vortrieb und die Schnittgeschwindigkeit kann ich einstellen. Und auch die Stichgeschwindigkeit ist nicht allzu hoch. Ich denke mal, das Sägeblatt wirst du auch speziell ausgewählt haben, Herr Plexiglas. Das ist ein ganz normales, handelsübliches Stichsägeblatt, die dabei waren. Ich meine, ist das Metall oder Holz? Das ist... Für Metall. Für Metall, alles klar. Okay. Für Metall. Ja. Wir wollen ja auch auf Arbeitssicherheit achten. Eine Brille. Genau, immer schön Vorbild. Oder aber auch, wir könnten natürlich auch eine richtige Arbeitssicherheitsbrille nehmen, für wenn man keine Brille braucht. Also wichtig, nicht, dass einem irgendwas ins Auge fliegt.
Soll ja nicht sein. Aber Funken wäre noch keine Sprühen, schätze ich, ne? Nein. Also, geht los. Auf Kabel natürlich achten. Und ab. So sieht es dann nach dem ersten Schnitt aus. Ich glaube, sieht nicht so schlecht aus. Von den Kanten jetzt nicht täuschen lassen, da kommen wir jetzt gleich zu. So, mein erster Gedanke war ja auch gewesen, die Kante wird das Problem sein, weil die in der Regel, naja, im wahrsten Sinne des Wortes eben sägerau ist. Aber das seht ihr ja auch was einfallen lassen mit der Schleiferei. Wobei, ja, es geht ja schon wirklich. Also ich bin erstaunt. Also wir sehen hier schon eine relativ klare und saubere Schnittkante, ohne diese klassische Sägezahnbildung oder diese Riefen, die man kennt. Es liegt einfach daran, weil wir mit dieser kleinen Stichsäge, wir arbeiten mit einer geringen Geschwindigkeit, was den Hub angeht. Und wir haben auch, was das Ausschwingen des Sägeblattes nach vorne und hinten angeht, auch einen ganz minimalen Ausschlag nur. Dadurch bleibt die Schnittfläche oder der Schnittvorgang relativ ruhig. Und wir erzeugen keine Hitze, die jetzt bei dem Kunststoff sonst zu Verschmelzungen führt. Würde. So, jetzt gehen wir daran, die Kante oben zu glätten. Dafür nehmen wir uns, kennt jeder vielleicht, so einen, ja, wie nennt man den, Schleifbock. Also auch so ein handelsübliches Ding mit Kunststoffeinlage, die so ein bisschen nachgibt. Und mit diesen Schleifpapieren. Wir fangen an zunächst mit einem 120er Schleifpapier. Eben eins finden. Da haben wir 120. Und gehen dann auf ein 240er, machen wir danach, eins reicht. Und damit es dann hinterher schön wird, nehmen wir dann nochmal ein 400er. Und jetzt gehen wir oben und einfach nur die Kante entlang, schön gleichmäßig. Nehmen auch die Rundungen mit. Wir sehen ja hier, wir haben hier so kleine Ecken noch. Weiß nicht, ob man sehen kann. So ein bisschen sieht man so eine kleine Ecke hier. Ja. Die nehmen wir jetzt auch weg. Es kann auch mal sein, wenn irgendwo eine kleine Unebenheit ist, die einem zu viel ist. Man kann auch mit einer kleinen Schlüsselfeile schon mal noch ein bisschen nacharbeiten, aber in der Regel kommt man mit so einem Schleifpapier ganz gut hin. Ich sehe jetzt, hier ist noch so eine kleine Unebenheit, die möchte ich gerne weghaben, weil da bin ich dann doch perfektionistisch. So, jetzt haben wir mit 120er Schmirgel, mit 240er und mit dem 400er die Fläche bearbeitet. Wir haben einen leichten kleinen Radius vorne angeschliffen, damit also keine spürbare Kante da ist. Und ich glaube, vom Ergebnis her, das kann sich sehen lassen. Die Goldwing-Scheibe ist dicker. Das Dickere hat den Vorteil, wir haben auch mehr Aufliegefläche für den Schleifvorgang, sodass das Ergebnis dort vielleicht noch ein Ticken besser ist. Vielleicht schauen wir uns das nochmal vor Ort an. So, hier bei der Goldwing sehen wir jetzt durch die breitere Aufliegefläche für den Schleifvorgang, dass wir hier eben, wir haben einen besseren Materialabtrag. Und wenn man der Linie mal folgt, also es gibt nicht wenige, die behaupten, dass diese Kante hier schöner geschliffen ist wie die werkseitig originale Kante. So, jetzt gibt es bei der ganzen Geschichte noch so ein kleines Thema, das viele von euch im Forum, habe ich es gelesen, auch so ein bisschen stört. Nämlich, dass diese Scheiben, wenn man sie runterfährt, an diese kleinen Flaps stoßen und dann hier unschöne Schleifspuren hinterlassen. Wenn wir die Scheibe runterfahren, dann sehen wir auch hier, weil sie natürlich deutlich breiter ist als die originale Scheibe, wie sich diese Scheibe hier gegen diesen Flap drückt. Ich fahre die Scheibe mal runter. Und jetzt kommt der Moment, jetzt berührt sie den Flap und drückt ihn so ein Stück nach hinten. Also man sieht, wenn man jetzt hier, man sieht deutlich, wie da ein Auflagepunkt ist. So, wenn wir jetzt das Ganze mal ein bisschen genauer betrachten, dann ist mir aufgefallen, hier sehen wir, da ist so ein kleines Loch, einfach in der Abdeckung vom Spiegel und dem Flap. Was wir ja wollen ist, der Flap soll nicht die Scheibe berühren, der muss ein Stück zurück, so wie hier. Und da, wie sagt man so schön, dem Ingenieur ist nichts zu schwör, hatte ich mal wieder eine, wie Vicky sagen würde, Idee.
Also, was habe ich gemacht? Hier hinter verbirgt sich nichts anderes wie ein kleines Stückchen einer M5er-Schraube. Darüber habe ich einen kleinen schwarzen Schrumpfschlauch gemacht. Vielleicht findet man auch etwas Ähnliches aus Kunststoff, was dem entspricht, zu Hause in seinem Fundus, wie dem auch immer sei. Was passiert nun damit? Mit diesem kleinen Teil gehen wir jetzt mal zur Goldwing und schauen uns an, wie das wirkt. Wir sind hier wieder bei unserem kleinen Loch. Und jetzt drücke ich den Flap ein kleines Stück zurück und schiebe dieses kleine Teil hier hinein. Ein Stückchen nach hinten machen. So. Und die Scheibe geht jetzt passgenau am Flap vorbei. Und wir haben jetzt nicht mehr den Effekt, dass der Flap sich verbiegt. Perfekt. Okay, wie ihr gesehen habt, es geht einiges. Und was der Strudel da abgeliefert hat am Ergebnis, kann sich nun wirklich sehen lassen. Man braucht natürlich ein bisschen Geschick und Kenntnis, aber an der Stelle ist sie vorhanden. Bleibt die Frage noch, wo kommt der Name Strudelmähle her? Ich hatte meinen Sohn vor 19 Jahren, als er 3 Jahre alt war, abends ins Bett gebracht. So ein Hochbett, unten spielen, oben schlafen. Und als ich ihm dann so einen Nachtkuss gab und sagte, gute Nacht, schlaf schön, träum was Schönes, dann meinte er so, gute Nacht, Strudelmähle. Ich habe mich irgendwie verhört. Wer? Ja, Strudelbele. Wer ist der Strudelbele? Du! Und das Ganze hat sich dann 5 Minuten lang so fortgezogen, bis ich dann irgendwo akzeptiert habe, dass ich dann fortan der Strudelbele bin. Bis heute, mein Sohn ist 22, wie gesagt, studierter Junge, der kann mir bis heute noch nicht erklären. Oder einfach herkam. Es ist so. Ja, und dann hatte ich mich halt damals im Intruder-Forum angemeldet, weil ich damals eben halt auch schon eine Intruder fuhr. Und man braucht ja mal einen Nickname und da fiel mir dann Strudelbele ein, weil den hatte keiner und der ist unique. Im Goldwing-Forum auch. Im Goldwing-Forum auch. Und so hat sich dann einfach manifestiert und aus Strudelbele wird dann halt in der Kurzform immer Strudel. Mhm. Also jeder, der mich anruft oder mich ruft irgendwie, ey Strudel, kannst du mal leben? Und Strudel kann wirklich mal leben. Also ich habe hier ein paar Bilder gesehen von Mopeds, die er früher schon besessen hat. Das sind teilweise Geschichten, wo er Motorräder in einem Zustand aufgekauft hatte, wo man sagen würde, okay, kannst du vergessen. Und dann draußen steht zum Beispiel so eine 1800er Intruder und ihr würdet nicht glauben, was mit dem Motorrad alles passiert ist. Strudel, vielen Dank. Gerry. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Genau. Ach, wir haben noch was vergessen. Falls einer die Scheibe braucht. Was war da noch? Genau. Und fürs Zuschauen und für den geneigten Interessierten habe ich da noch eine Überraschung. Wer also in den Besitz dieser unnachahmlichen, einmaligen, auf dieser Welt existierenden Scheibe kommen möchte, der mag mich einfach unter strudelbele@gmx.de oder strudels-garage@gmx.de anmailen. Er kann das natürlich auch von uns beiden signiert bekommen, wenn er das möchte. Genau, aber abholen ist Pflicht.